insgesamt über 200 Teilnehmer. Also wir müssen versuchen, Zeit zu sparen, wo wir sparen können. Also arbeitet gleich Kräften, ist klar, für euch gut, wenn es um den Block geht. Also wenn ihr mit den Mitgliedern seid und dann erst einmal mit dem Kollegen spricht und sagt, ja, so und so, schnellstmöglich zurück, dann können wir den Schmerz lösen. Gestern haben wir sehr gut über die Bühne gebracht, auch an unsere Teilnehmer werden. Und mit allen Mitarbeitern werden wir es auch heute schaffen. Ja, da sehen wir, haben zwei Kameras installiert, auf Tisch 10 und 9 haben wir dann. Gleich viermal vorab, wenn jemand gestört wird durch die Film- oder Kameras, der soll sich dann bei der Turnierleitung vorher melden lassen, dann hat man an der Platte irgendwie gefunden. Aber jetzt glaube ich nicht, dass auf die Tesla mal keine Beschwerde hat, dass er nicht wollte. Hier hätte ich aber gleich eine Bitte, vielleicht könnt ihr uns auch mit unterstützen. Wir haben zwar auch großes Personal hier in dem Sinn, aber auch hier sind wir mit Leben beschränkt. Unser Bitte wäre, wenn der eine oder andere sich freiwillig zur Verfügung stellt, an den Platten 9 und 10 als Schiedsrichter zu fungieren. Weil unser Kameramann, der sagt, das bringt ihn natürlich nicht, wenn der Film aufnimmt und immer der Bildschirm geht bei 0 und man hat keinen Überblick. Vielleicht unser, mein Vorschlag wäre, dass der Verlierer der Platte 9 bzw. 10 freiwillig das nächste Spiel zählt, dann kommt vielleicht jeder einmal vielleicht dran. Das ist ja meine Bitte. Vielleicht können wir uns da ein unterstützen. Wenn einer wieder da ist und sagt, er möchte besser zählen, nehmen wir gerne an. So, bevor wir dann so weitergehen, möchte ich dann unseren Vorsitzenden, Herrn Haber, da war